Eins steht fest, Apple wird ein faltbares Smartphone herausbringen. Die Frage ist nur, wann und wie? Wir haben alle Gerüchte und bekannten Patente einmal zusammengestellt, um zu konstruieren, wie ein mögliches faltbares Smartphone von Apple aussehen könnte und vor allem, wann es kommen könnte. All das nach dem Intro. Auf geht's! Herzlich willkommen bei Wondershare. Wenn ihr keine Videos mehr über Smartphones, iPhones, Backups, Sicherungen etc. mehr verpassen möchtet, dann abonniert mal unseren Kanal und aktiviert die kleine Glocke daneben, dann bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Kommen wir jetzt aber erstmal zum Stand von Apple und faltbaren Smartphones. Denn bis dato gibt es noch keine faltbaren Smartphones von Apple. Es gibt die iPhones und das iPad Mini. Das größte iPhone ist das iPhone 15 Pro Max und das kleinste iPad das iPad Mini mit einem 8,3 Zoll Display. Auf iPhones läuft iOS und auf iPads läuft iPadOS. Beide Betriebssysteme sind sich relativ ähnlich, wodurch man zum Schluss kommen könnte, eine Symbiose aus beidem wäre doch ideal. Ein kleines iPhone, was man aufklappen könnte zu einem großen iPad. Zunächst muss man sagen, dass Apple hier wirklich hinterherhinkt. Die Android-Konkurrenz von Samsung, Motorola, Oppo, OnePlus und Co. ist Apple schon meilenweit überlegen. Es gibt schon diverse Generationen an faltbaren Smartphones und Apple baut immer noch nur platte Smartphones. Doch auch wenn es jetzt schon viele Android-Varianten gibt, haben sie immer noch ein Problem. Und das ist in großen Teilen die Software. Denn Android ist einfach nicht so super auf Tablets optimiert. iPadOS aber eben schon. Das wäre also eigentlich die Gelegenheit, für Apple ein Gerät herauszubringen, das so klein ist, dass man es immer mitnehmen kann, aber so groß werden kann, dass man damit wirklich produktiv arbeiten kann. Denn wenn man eines mit iPadOS bislang schon kann, dann ist das tatsächlich produktiv für Schule und Arbeit arbeiten zu können. Somit könnte es möglicherweise zu einer Symbiose, also einer hybriden Lösung zwischen iOS und iPadOS kommen, um das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Und wenn man sich die von Apple eingereichten Patente einmal anschaut, dann sieht alles danach aus, als ob das tatsächlich so kommt. Die folgenden Patente hat Apple mittlerweile eingereicht. Einmal ein Display, das sich nach außen um das Gerät drumherum wölbt. Dann ein Design wie das Microsoft Duo, das dürfte aber relativ unwahrscheinlich sein, weil es ja einfach schon existiert. Weil weiterhin ein rollbares Display, das aber noch nicht ausgereift zu sein scheint. Und schließlich ein gewölbtes Display in Form einer Banane. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die LG-Handys, die auch so gebogen waren. Das hatten wir schon, auch eher unwahrscheinlich, dass das kommt. Ich denke also, es dürfte ein sich nach außen um das Gerät drumherum wölbendes Display geben. Klingt schon mal ziemlich spannend. Damit haben wir schon mal zwei Annahmen für Software und Hardware. Frage ist nur, wann kommt das Ganze? Vermutlich erst 2026. Das sind von jetzt aus gesehen noch anderthalb Jahre, also eher zwei Jahre, wenn wir in den September gehen. Das ist wirklich lange hin und in der Zeit wird sich auch bei Android bei faltbaren Smartphones noch sehr, sehr viel tun. Und die Frage ist, ob Apple da nicht einfach zu weit abgeschlagen ist und von dem Zug wieder abspringt und es tatsächlich gar kein faltbares iPhone geben wird, sondern man sich nur noch auf Apple Vision Pro und Nachfolger konzentriert. Möglich ist das, aber Stand jetzt könnte man 2026 frühestens mit einem faltbaren iPhone rechnen. Aber eins ist sicher, selbst wenn ein faltbares iPhone rauskommt, dann ist das nicht frei von Fehlern und dann sollte man damit Backups machen. Wenn ihr Backups von eurem Handy machen möchtet, kann ich euch Dr. Phone von Wondershare empfehlen. Mit Dr. Phone habt ihr einen umfassenden Werkzeugkasten an der Hand, mit dem ihr über 150 handybezogene Probleme im Nu lösen könnt. Insbesondere könnt ihr damit auch Backups von eurem Handy machen. Das ist gerade wichtig, wenn ihr von eurem alten Handy auf euer neues Handy umsteigt. Insbesondere, wenn ihr von einem Android-Handy auf ein iPhone umsteigt, habt ihr häufig Probleme, dass eure Daten verloren gehen und die WhatsApp-Chats nicht mitgenommen werden. Genau diesem Problem begegnet Dr. Phone, indem ihr wirklich ein komplettes Backup eures alten Handys auf euer neues Handy übertragen könnt. Auf diese Weise bleiben alle WhatsApp-Nachrichten erhalten, die ja wichtige Bilder, Videos und Dokumente enthalten können, und ihr könnt getrost einfach auf eurem neuen Handy weitermachen. Denn nichts ist nerviger, als WhatsApp komplett neu einrichten zu müssen und keinerlei Daten mehr zu haben. Leider funktionieren die Bordmittel von Android und iOS noch nicht zuverlässig genug, als dass es nicht ständig Fehlermeldungen geben würde und die Übertragungen fehlschlagen. Deshalb rate ich euch stets dazu, Dr. Phone von Wondershare einzusetzen und eine Übertragung der Dateien zu gewährleisten. Wenn ihr Dr. Phone kostenlos ausprobieren möchtet, könnt ihr das über den Link unten in der Videobeschreibung einmal machen. Fazit: Apple plant also irgendein faltbares Gerät. Ob das ein faltbares iPhone wird, bleibt abzuwarten. Ob das 2026, 2027 kommt, bleibt abzuwarten. Aber Apple ist dran und lässt den Android-Markt nicht einfach so gewähren. Wenn ihr noch Anregungen oder Ideen habt, wie ein faltbares iPhone aussehen könnte, lasst es mich mal unten in den Kommentaren wissen, wenn wir schnellstmöglich darauf eingehen.
Hat euch dieses Video gefallen, dann lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die kleine Glocke daneben, damit ihr nie wieder eins unserer Videos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.